wunderschönen guten Tag. Bevor es an die Schneeplatte geht, habe ich mir gedacht, müssen wir ein paar Basics klären. Wer all das schon weiß oder wer schon Erfahrung hat beim Geländebau, braucht sich, kann jetzt hier abschalten oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber ich benutze eine Menge Sachen beim Bau der Schneeplatte, die ich vorher mal erklären möchte. Das hier ist eine ganz offensichtlich leere Flasche Scenic Cement von Woodland Scenics. Das ist eine amerikanische Firma. Dieses Zeug gibt es aber auch in Deutschland, wird hier von Noch vertrieben. Und so eine Flasche kostet so, ich glaube, so ungefähr 10 Euro. Da ist knapp 500 Milliliter drin. Davon braucht man so, keine Ahnung, 10 Stück oder so. Es wird unglaublich teuer. Und deswegen ist das hier keine gute Option. Also wer faul ist, der läuft in den nächsten Modellbauladen und kauft sich 10 Flaschen Scenic Cement und ist dann 100 Tacken ärmer. Oder wir bauen uns das Zeug mehr oder weniger selbst. Und dafür brauchen wir Holzleim, Spülmittel und ein Messbecher, also Wasser de facto. Okay, weil hier, ich weiß jetzt nicht genau, was drin ist. Ich schreibe natürlich auch nicht rein, was drin ist, schon klar. Aber im Grunde ist das Holzleim stark runterverdünnt mit Wasser und mit irgendeinem Mittel, welches die Oberflächenspannung des Wassers reduziert. Und das ist, also hier ist der Holzleim, hier ist das Wasser. Und das sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung reduziert wird. Und das ist im Grunde alles. Und das Tolle an diesem Zeug ist, dass man es mit einer Sprayflasche aufsprühen kann. Das kommt ein bisschen darauf an, wie stark man den Leim verdünnt. Umso mehr man ihn verdünnt, umso einfacher ist das Zeug aufzusprühen, umso feiner kann man es auch aufsprühen. Allerdings ist es, glaube ich, auch eine ganz logische Schlussfolgerung. Umso mehr Wasser da drin ist, umso weniger gut klebt das Zeug. Also, wie machen wir das? Die Standardmixtur, die ich benutze, ist 1:4. Das heißt, ein Teil Holzleim auf 4 Teile Wasser. Und wenn man das als Grundrezept nimmt, kann man da dann später variieren. So, das mischen wir dann jetzt mal zusammen. So grob. 100 Milliliter Leim. Und das Wasser brauche ich natürlich auch. Das verbirgt sich hier hinter. Und 400 Milliliter Wasser. Und ein oder zwei Tropfen. Und wir brauchen noch irgendwas zum Umrühren. Das Ganze ist am Anfang zumindest gar nicht so einfach zu vermischen. Also der Leim wehrt sich so ein bisschen, aber so richtig hart ist der Widerstand nicht. Und dann ist auch schon bald gut. So, dieses Zeug ist die Grundlage für all diese ganzen Landschaftsbausachen, die wir in späteren Videos machen werden. Das ist jetzt auch keine sonderlich neue Erfindung. Ich glaube, wie die Amis sagen, Watered Down PVA Glue. Der findet schon seit Jahren, wahrscheinlich sogar schon seit Jahrzehnten, seine Anwendung im Modellbau und natürlich auch bei Wargamern. Ich wollte es nur noch mal zeigen. Was ihr jetzt, also das ist das Zeug, funktioniert hervorragend. Kann man für spezielle Anlässe dann jetzt noch weiter verdünnen. Aber so als Grundrezept ist das okay. Was kann man jetzt damit so im Großen und Ganzen machen? Also man kann damit alle möglichen Arten von Streu aufkleben, Schnee zum Beispiel. Man kann damit aber auch Streu oder allgemein Dinge versiegeln, da der im Normalfall komplett durchsichtig austrocknet, sieht man davon am Schluss nichts mehr, wenn man es nicht zu dicken Schichten aufträgt. Das heißt, man kann zum Beispiel ein Geländestück bemalen, modellieren, fertig machen und am Schluss mit diesem Zeug einsprühen, 1, 2, vielleicht 3 Schichten, und dann hat man eine ziemlich
haltbare Versiegelung und man rubbelt das Gras oder auch den Schnee am Schluss nicht so schnell runter. Das funktioniert hervorragend und funktioniert meiner Meinung nach ein bisschen besser als Klarlack. Klarlack kann man auch benutzen, habe ich jetzt aber bei meinen Schneeexperimenten nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Deswegen, ich nehme verdünnten Holzleim, das funktioniert hervorragend. So, das Zeug so zu haben ist ganz praktisch, Pinsel gut und schön, aber so richtig gut wird er erst mit einer Sprühflasche. Ich habe da mal ein paar Exemplare parat gestellt. Okay, hab zu jedem was zu sagen. Nehmen wir mal den günstigsten. Das hier ist so eine 99 Cent Sprühflasche, wie man sie, geht schon los, wie man sie so in diesen 1-Euro-Läden findet. Die ist völlig okay. Ja, also das Sprühergebnis wird jetzt am Schluss nicht so ultra fein sein und die gehen auch gerne schon mal kaputt. Weil selbst wenn man den Leim relativ weit runter verdünnt, also vielleicht sogar noch tiefer als 1 zu 4, ist es doch was anderes, ob man durch so eine Sprühflasche Wasser oder ein Wasser-Leim-Gemisch durchschiebt. Spätestens wenn man das dann eintrocknen lässt, geht meistens diese Pumpmechanik hier, Entschuldigung, diese Pumpmechanik an den Teilen kaputt. Und das Problem ist, dass dieses Kaputtgehen von den Sprühflaschen fast bei jeder Flasche passiert, also auch am Schluss bei den teureren. Deswegen kann man sich überlegen, okay, kauft man halt die für 99 Cent und wenn die dann am Schluss nur eine Woche halten, ist kein Problem, weil dann schmeißt man sie halt weg und ja, dann nimmt man die nächste. Man kann, wenn man kann die auch so behandeln, dass die länger halten, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Sinnvoll ist zum Beispiel nach dem Sprühen, wenn man fertig ist, aufschmachen und das Ganze hier mit Wasser durchspülen. Ja? Also das vorne hier an dem Spritzenkopf und im System kein Leim hart werden kann. Das ist die 99 Cent Variante, die ist an und für sich völlig in Ordnung. So, das hier ist die Pro-Variante davon. Funktioniert ähnlich, kostet 7 €. Hier dran ist toll, dass die Mechanik sehr viel besser funktioniert. Man braucht nicht so viel Kraft wie bei den Billigteilen hier. Die hier ist eigentlich top, aber das Problem, was hier auftritt, tritt hier halt auch auf. Das heißt, früher oder später kriegt man die mit dem Leim kaputt. Umso weiter man den Leim runterverdünnt, umso weniger Probleme hat man damit. Aber früher oder später ist die im Arsch. Und dann sollte man sich überlegen, will man jetzt hier so 7 € hierfür ausgeben und hat dafür ein super feines Sprühergebnis oder will man lieber 1 € hierfür ausgeben, wenn man weiß, dass sie über kurz oder lang kaputt gehen. Also, die Idee habe ich jetzt relativ gut behandelt und habe allerdings einmal versaut oder beziehungsweise habe es einmal verpasst, sie nach dem Sprühen sauber zu machen und seitdem ist diese Düse etwas verstopft. Ich kriege sie nicht mehr richtig sauber und seitdem sprüht sie nicht mehr ganz so fein wie vorher. Funktionieren tut sie allerdings immer noch. Aber wie gesagt, gerade wenn man vielleicht anfängt mit dieser Leimwassernummer, ist vielleicht sowas hier die sinnvollere Variante. Das hier ist halt schön, weil da richtig feiner Sprühnebel rauskommt, wenn man den Leim ordentlich verdünnt. Und gerade bei dem Schnee ist das schon von Vorteil. Na, aber gut. So, und dann haben wir noch die Druckvarianten. Hier die beiden. Das sind zwei Billigvarianten. Die hier ist irgendwie vom TUM und die hier ist aus so einem 1-Cent-Laden. Hat halt irgendwie 2 € gekostet und die hat 3 € gekostet. Die funktionieren, ne? Kennt ihr, müsst ihr pumpen. Und dann sprüht ihr da so rum. Die sind beide eigentlich super. Durch den höheren Druck und weil sie vorne hier Metall haben, und weil sie keine Mechanik haben, so wie hier, also keine Federmechanik, habe ich es noch nicht geschafft, diese kaputt zu bekommen. Das Problem ist aber, dass es die nicht in klein gibt. Also das hier ist halt 1 Liter, das ist die kleinste, die ich davon gefunden habe. Das hier ist irgendwie 2 Liter oder so. Und man hat die Platte, man hat das Geländestück. Vorsicht. Stehen und dann hält man die Flasche so schräg und sprüht. Und bei der ist es so, wenn hier noch ein halber, also Entschuldigung, bei der großen ist es so, wenn hier noch ein halber Liter drin ist, durch das Schräghalten, kommt da schon nichts mehr raus. Das heißt, ein halber Liter hier drin ist für ein Popo.
Und das heißt im Grunde, dieser ganze Pott ist in dieser Flasche hier, ist immer in dieser Flasche und muss da drin bleiben, sonst kann ich nicht mehr schräg sprühen. Und das ist irgendwie Kacke. Entschuldigung. Und das hoffe ich, bei der hier ist das ein bisschen besser, weil passt halt nur ein Liter rein und nicht 1,5 Liter, ist aber trotzdem nicht ganz weg, das Problem. Deswegen, ich benutze hier die für zum Flächensprühen, zum Beispiel bei den großen 60x60 cm Gaming-Boards. Und hier die, beziehungsweise hier die für so kleinere Sachen wie diesen kleinen Wald hier vorne. Also, meine Kaufempfehlung, wenn ihr nicht auf jeden Cent achtet, kauft euch hier so eine und die hier. Und ansonsten nehmt die da. Die funktioniert an und für sich auch. Okay. Das erstmal zu dem Thema. Tschüss.